Die Phase 5 ist endlich gestartet mit Ant-Man and the Wasp, Quantumania und ich konnte den Film nun auch endlich schauen. Man kann sagen, dass die allgemeinen Erwartungen zu dem Film ziemlich hoch waren. Ich meine, die fünfte Phase fängt endlich an und speziell dieser Film sollte uns klar machen, in welche Richtung das MCU zukünftig gehen wird, indem es uns den großen neuen Big Bad Kang endgültig einführt. Weshalb wohl zu erwarten war, ja, das Ganze wird ein wilder Ritt werden. Doch den Ganzen war ganz und gar nicht so. Und um es kurz zu machen, Ant-Man and the Wasp Quantumania war ganz und gar nicht ein guter Start für die fünfte Phase und wohl so gesehen auch die Einleitung der Kang Dynasty. Und damit auch herzlich willkommen zu meiner Review zu dem dritten Ant-Man-Teil für Windows. Ich bin ehrlich, ich habe echt nicht erwartet, dass ich mit dieser Laune in diese Review gehen werde. Was nicht heißen soll, oh, ich bin komplett zornig auf den Film und Marvel. Ich bin schlicht gesagt einfach komplett unberührt. Denn ich benutze den Begriff echt nicht oft in meinen Videos, weil ich diesen Begriff teilweise schon verabscheue, aber Ant-Man and the Wasp war tatsächlich einfach nur mit. Absolut generischer Marvel-Brei, wie ich ihn tatsächlich länger nicht mehr im Kino gesehen habe. Und es ist echt nicht schön, es ist echt nicht schön, Mann. Weil man eben weiß, dass man aus diesem Film hätte etwas unglaublich Gutes machen können. Und das haben sie nicht. Sie haben wirklich komplett reingeschissen und es ist so traurig. Viele werden wahrscheinlich in diesem Film immer noch ihren Spaß finden und den Film jetzt nicht allzu runterreden, wie ich es jetzt hier in der Review tun werde. Aber wie immer versuche ich einfach so ehrlich wie möglich zu sein. Und es war eben nicht schön. Aber es war auch nicht komplett scheiße. So schlimm war es halt wirklich, dass man keines von diesen zwei Aussagen basically perfekt unterschreiben kann. Denn man hat nicht krass überzeugt mit dem neuen Konzept, mit der Storyline oder etwas Neues versucht und dann damit eben verkackt. Man hat absoluten Fließbandstandard geliefert. Und das stört mich so sehr. Und ich weiß, aha, jetzt kommt jeder mit der Aussage, Marvel war doch schon immer so. Nein, glaubt mir, als jemand, der seit Jahren schon alles rund um Marvel hier auf YouTube bespricht, kann ich sagen, okay, auch wenn Marvel natürlich nach einer bestimmten Struktur arbeitet, hat sie noch nie einen solchen Standard erreicht wie heute. Doch irgendwo müssen wir endlich mal hier in der Review anfangen, weshalb ich als allererstes einfach mal mich an die Story ranmache. Oberflächlich gesehen sollte uns Quantumania wirklich die Story der letzten Jahre im MCU liefern. Wir tauchen endlich in das Quantum Realm ein, lernen das Multiverse genauer kennen, der große Big Bad wird endlich ausführlich eingeführt und der Pfad wird endlich gepflastert, der uns auf das nächste Aufeinandertreffen unserer Avengers bringt. Zusammen kamen die hohen Erwartungen, die hohen Stakes, mit Ant-Man, der vielleicht mal nicht siegreich durchkommt, ein Kang, der all out geht und einen Antagonisten zeigt von einer komplett anderen Perspektive und zum Worldbuilding wirklich helfen sollte, als auch uns die Pym bzw. Lang-Familie nochmals näher bringt, indem auch ein neuer Held uns hinzugefügt wird, was die Tochter von Scott Lang wäre, Cassie Lang. Kurz gesagt wirkt die Story, wie sie auch durch die Trailer vermittelt wurden und durch verschiedene Interviews und Berichte, so wie ein verpacktes Geschenk, was wie ein Einhorn aussieht. Doch wenn man es auf einmal öffnet, ist es nur ein simples Fahrrad. Besser kann ich die Story nicht beschreiben. Denn alles Besondere, was in diesem Film geschieht, abgesehen von den Post-Credit-Szenen, verraten uns schon die ersten zwei Trailer. Denn ja, normalerweise könnte man ja zu einem Film sagen, die Trailer machen doch eigentlich nicht viel aus, denn die Charaktere, die uns da drinnen gezeigt werden und die Story voranbringen und die ganzen Dialoge, die wir dazu bekommen, die doch mal die Charaktere komplett ausbauen, machen einen großen Unterschied. Doch sowas gibt es nicht. Wirklich jeder Charakter, den wir in dieser kompletten Story mitverfolgen, hat sich kaum verändert von Anfang bis Ende und es ist komplett gleich geblieben. Keine Beziehungen haben eine Entwicklung durchgemacht und es fühlt sich so an, als hätte man sich gedacht, ey, die Charaktere, die wir in diesem Film sehen, brauchen sich doch gar nicht mehr weiterzuentwickeln. Obwohl das das Finale der Trilogie ist, das ist der dritte Ant-Man-Film. Der dritte Teil ist eigentlich am bekanntesten dafür, dass dieser dafür zuständig ist, dass der Charakter sich seiner größten Challenge stellen muss und ihn wirklich zu seinem besten Ich formt. Oberflächlich hatten wir das auch. Kang war unbestritten bis jetzt die größte Bedrohung, die sich Ant-Man entgegengestellt hat. Aber es hat sich leider nicht so angefühlt. Und alle restlichen Charaktere der Ant-Man-Familie waren gefühlt auch nur da, um da zu sein. Wobei er am meisten auch der Neuzugang enttäuscht hat, was Cassie Lang ist. Ich bin ehrlich mit euch, es hätte keinen Unterschied gemacht, wäre sie jetzt im Film gewesen oder nicht. Auch wenn basically die unterliegende Message des ganzen Filmes war, ey yo, ich bin Scott Lang und mir ist nichts wichtiger als meine Tochter. Der Film versucht eben emotionale Themen anzusprechen, als auch dramatische Ereignisse zu zeigen, die aber nicht wirkungsvoll genug umgesetzt werden.
Sie werden erwähnt und genannt, um da zu sein und zu sagen, ey yo, das Ganze ist doch in dem Film passiert, aber nur weil sie passieren, wirken sie nicht. Was also schon mal heißt, mit der Story des ganzen Filmes hat man absolut nichts angefangen, was wirklich im Kopfe bleibt, was man lieben lernen kann, obwohl sie so eine gute und leichte Chance hatten, es wirklich gut zu machen. Und dann kommen noch die Charaktere hinzu, die auch absolut flach und generisch waren. Das ist aber nicht das einzige Mittelmäßige aus dem ganzen Film. Denn nicht nur die Story war mittelmäßig oder die Charaktere, wirklich das komplette Paket war mittelmäßig. Was also auch heißt, die Audio bzw. Musik als auch das Visuelle. Von der ganzen Musikunterlegung sei schon mal gesagt, mir ist nichts im Kopf geblieben aus dem ganzen Film, was sehr schade ist. Und es scheint so, als hätte man sich sowieso nicht so viel Mühe gegeben, wirklich einen schönen Cinematic Score abzuliefern, wenn man sich mal anschaut, wie der Cinematic Score benannt ist. Ja, die einzelnen Songs aus diesem Score heißen genau so, ich verarsche euch gerade nicht. Keine Ahnung, was dem Typ da gerade im Kopf abgegangen ist, als er diesen Soundtrack kreiert hat, aber ich kann mir schon denken, welche Richtung es ging. Und als wäre das schon nicht schlimm genug, kommt natürlich noch das Visuelle. Denn die Kamera wirkt so, als hätte das wirklich jeder hätte filmen können. Die einzig wirklich coolen Shots aus dem Film wurden auch schon im Trailer gezeigt und mehr gab es dann auch nicht mehr. Und wenn man es auch schon mit der Kamera nicht wirklich hinbekommt, denn wir sind ja in einer riesigen CGI-Welt, dann kann man ja sagen, okay, dann wird das CGI wenigstens richtig reinhauen und uns verblüffen. Denn alles, was wir filmen, ist ja sowieso nicht echt. Ja, falsch gedacht. Selbst was das CGI angeht, war es wirklich komplett unverblüffend. Das CGI sah zwar ganz normal aus, aber es ist schade, dass man mit so einem Konzept mit dem Quantum Realm nicht etwas Ambitionierteres versucht hat und uns verrücktere Visuals gegeben hat. Allgemein, das Quantum Realm sieht visuell komplett langweilig aus. Denn wenn auch mal nicht CGI benutzt wird und wir, sage ich mal, die verschiedenen Gebäude, Aliens und Bewohner des Quantum Realms sehen, fällt einem ziemlich schnell auf, dass auch alles sehr meh aussieht. Ich kann es einfach nicht besser beschreiben. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Es ist einfach so verdammt schade, dass man nicht mehr aus diesem Film gemacht hat. Nichts in dem Film war wirklich schlimm, aber es war auch nur okay und das ist für mich einfach das Schlimme. Doch auch wenn ich jetzt die ganze Zeit wirklich nur bis jetzt den Film komplett runtergeredet habe und über die Dinge gesprochen habe, die mir nicht gefallen haben, muss ich natürlich eine Sache erwähnen, die den Film für mich auf eine Art und Weise noch gerettet hat. Denn das war wirklich die einzige Sache, die mir wirklich gefallen hat. Und das ist Jonathan Majors als Kang. Dieser hat absolut seinen Job gemacht. Und was ihn angeht, Marvel hat dafür wohl gesorgt, dass bei ihm eine Ausnahme gemacht wird. Denn das CGI sieht immer ultra clean bei ihm aus. Sein Suit sieht verdammt geil aus und komplett neu definiert für das MCU für Live-Action. Er hat mit einer der besten Suits, die wir je hier gesehen haben. Und seine schauspielerische Leistung und seine Dialoge haben auch wirklich Spaß gemacht. Weshalb es immer so schade war, ihn nicht zu sehen. Denn dieser Film hat sich für mich kurz gesagt einfach wie eine zweistündige Wartezeit angefühlt, indem ich immer wieder darauf hoffe, okay, jetzt wird Kang gezeigt. Und wenn er dann gekommen ist, hatte ich wirklich meinen Spaß. Dann hat der Film mich wirklich eingezogen, dann hat er wirklich etwas bewegt. Auch wenn der Film in jeder Hinsicht für mich verkackt hat, hat es wenigstens eine Sache getan. Und zwar, das wäre, dass dieser Film bewiesen hat, dass Jonathan Majors als Kang die perfekte Wahl ist. Und wir mit ihm mega viel Spaß haben werden in der Zukunft, wenn man ihn dann auch richtig behandelt. Er hat nämlich hier für diesen Film die komplette Show gestohlen. Und für mich war er basically der Einzige, der wirklich einen Charakter hatte. Was aber nicht heißt, dass ich komplett zufrieden mit ihm bin. Denn ich bin zwar komplett zufrieden mit ihm, aber ich bin nicht komplett zufrieden damit, was man mit ihm getan hat. Und zwar gegen Ende des Films. Natürlich, ich spoilere meinen Reviews nichts. Aber sagen wir mal so, ich habe nach diesem Film gut Probleme mit Kang und Ängste, wie sie ihn in Zukunft behandeln werden. Womöglich werden wir das mal in einem zukünftigen Video genauer besprechen. Was aber dann auch wirklich all meine Gedanken zu diesem Film wären, ohne genauer in Spoiler einzugehen. Wenn Leute immer über Marvel-Filme gesprochen haben und gesagt haben, ey yo, Marvel ist doch so ein Scheiß, es ist immer die gleiche Kacke, alles wirkt genau gleich, alles wird nach einem Schema gemacht, habe ich wirklich immer dagegen gesprochen. Ich war immer ein Verfechter des MCUs und ich habe auch immer eingesehen, dass natürlich Marvel nach einem Schema arbeitet, aber für mich war es immer noch zwischen den Projekten immer noch gut genug differenziert und es in eine bestimmte Richtung gegangen, die mir gefallen hat oder die wenigstens etwas Ambition gezeigt hatte. Doch Ant-Man The Wasp: Quantumania ist der allererste Film, wo ich wirklich sagen muss, es ist einfach 0815 Marvel Stuff. Und bei dem Finale einer Trilogie, bei einem großen Film, der den nächsten Avengers-Teil eigentlich einführen soll,
ist das für mich eine Katastrophe. Man kann sich den Film anschauen, man kann wohl seinen Spaß daraus ziehen, aber ich habe definitiv kein Gelüst daran, den Film nochmals zu schauen. Das Einzige, was ich nochmal sehen möchte, ist nochmals die Szenen von Kang rausgeschnitten. Das war's. Weshalb Ant-Man The Wasp: Quantumania für mich auch wohl eine glatte 6 von 10 ist. Der Film wäre wirklich nochmals lower gerankt, wäre Kang nicht in dem Film gewesen. Denn er hat wirklich dafür gesorgt, dass der Film nicht komplett unter den Durchschnitt fällt. Was auch jetzt auch wirklich alles zu meiner Review hier wäre. Wir werden definitiv nochmals das Ende und die Post-Credit-Szenen genauer besprechen, denn dazu gibt es was zu sagen. Die Post-Credit-Szenen sind auf eine Art und Weise geil, aber ich habe auch ein Problem mit den Post-Credit-Szenen gehabt, um ehrlich zu sein. Aber darauf werden wir wohl in dem nächsten Video genauer zu sprechen kommen. Das wäre es auf jeden Fall von mir, Friendos. Checkt gerne noch meine letzten Videos aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde mal sagen, love you 3000.